Die Čujić International Junior Trophy des Tennisclubs SCC Berlin feiert ihren Einstand. Und wer darf dabei nicht fehlen? Natürlich die Tennisstars von morgen. Es ist immer eine Erfahrung, sich bei einem Turnier anzumelden. Und vor allem Tennis Europe, da sieht man auch, wie die anderen in den anderen Ländern spielen. Dieses Turnier gibt den jugendlichen Tennistalenten der U14 nicht nur die Möglichkeit, Spielerfahrung gegen starke Gegner zu sammeln und sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten, sondern sie werden für ihre Leistung auch mit Gutscheinen für ein Trainingswochenende an der Angie Kerber Akademie in Posen belohnt. So kämpfen auf der Anlage des Tennisclubs SCC Berlin unter anderem Juniorinnen und Junioren aus Italien, Spanien, Tschechien, Israel und Lettland um wichtige Jugendweltranglistenpunkte. Ich mag es, in Deutschland zu spielen. Es ist ein schönes Land. Die an Position 1 gesetzte Tschechin Kristina Dulíková stellt in der Hauptrunde einmal mehr ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis. Schließlich besiegt sie die Ukrainerin Nikolina Lukoman, welche seit diesem Jahr für den Tennisclub SCC Berlin aufschlägt, mit 6:0 und 6:2. Es war mein erstes Spiel und ich habe es sehr genossen. Auf Erfolgskurs ist auch das SCC-Eigengewächs Jan-Niklas Buchwald. Denn gegen Jan Kreiser aus Tschechien behält er mit jeweils 7:5 die Oberhand. Ich finde es eigentlich sehr gut, weil ich schon die Plätze und alles kenne. Also spiele ich automatisch auch besser als normalerweise. Alle Topspieler der Welt, von Alexander Zverev und Angelique Kerber bis hin zu Rafael Nadal und Roger Federer, haben auf Tennis-Europe-Turnieren ihre ersten internationalen Erfahrungen gesammelt. Ebenso der Spanier Adria Velázquez-Farre, welcher bereits in der Hauptrunde auf den Position 1 gesetzten Berliner Felix Trigvard trifft. Lange Zeit kann Velázquez-Farre mithalten, doch im Match-Tiebreak muss er sich gegen den Deutschen geschlagen geben. Ich sehe hier viele Leute und ich liebe es, gegen die Nummer 1 des Turniers zu spielen. Ich bin sehr glücklich. Neben dem Tennis Europe Turnier sorgen 100 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren beim Feriencamp für reichlich Stimmung. Denn der Verein bietet den Kids je nach Alter und Spielstärke täglich ein umfangreiches Programm. Unter anderem werden Tennisneulinge besonders schnell an die Bewegungsabläufe im Tennis herangeführt. Denn bereits erfahrenen Spielerinnen und Spielern ist es möglich, durch gezielte Übungen im gesamten Spielfeld sowie durch kurze Punktspiele ihre Schläge weiter zu perfektionieren. Das ist auch das Ziel des SCC, im ganz, ganz Kleinen schon anfangen hier und dann schon sehen, wo kann es eigentlich hingehen. Ist ja nur so ein Zwischenstep bei den 14-Jährigen. Aber da mal so ein bisschen zu schauen, gerade in der Mittagspause, wie spielen denn die ganz Großen oder wie spielen denn die richtig Guten, wo möchte ich ganz gerne mal hinkommen. Erleben Sie die Tennisstars von morgen hautnah noch bis diesen Samstag bei der Premiere der Čujić International Junior Trophy auf der Anlage des Tennisclubs SCC Berlin. Hochklassige Begegnungen sind garantiert.